nehme? Beruhige dich, mein Freund. Hey. Ich werde die Waldbestie erlegen. Wolf. Den Göttern sei Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Weißt du, wohin es gegangen ist? Dort. Siehst du sie denn nicht? Oh, was ist es? Dein Ernst? Ich sehe nur ein Hühnchen. Es ist ein Meister der Verkleidung. Lass dich von dem Untier nicht beirren. Bitte. Du musst es. Gut. Es ist sicher. Wo hast du dieses Huhn aufgetan? In Hel? Besten Dank. Ich fasse es immer noch nicht, dass Romy mich angriff. Romy? Ja, das Huhn, das du gerade erlegt hast. Ich wollte es zum Markt bringen, als ein Bär erschien. Ich dachte, das wäre mein Ende, aber Romy beschützte mich. Sie bezwang den Bären, als wäre es nichts. Ich wollte sie beruhigen, aber nachdem sie den ersten Tropfen Blut gekostet hatte, war sie nicht mehr zu halten. Das ist ein sehr besonderes Huhn. Stell dir vor, sie sollte geschlachtet werden. So etwas werde ich keinem Huhn mehr antun. Sag, darf ich Romy verwenden, um meiner Freundin eine Krone zu fertigen? Ja, natürlich. Es wäre mir eine Ehre, wenn etwas von Romy weiterleben kann. Ich helfe dir sogar dabei. was zum Geier? Kehr zum Dinge zurück. Edwald. Können wir eigentlich uns angelangen? Mach ich auch. Da bist du gar was büßen. Venom. Wir sind im Venom. Hund. So, der Redwald, ne? Ich denke, das ist mal was Büßen. Ja, Hörner. Dreh deine Götter an! Ausgewischen. So. Ja gut. Ach, Tod bestätigen noch. Flatsch! Ach, da gibt's auch einen Sekunden. Ich diente einst unter dem heiligen Chiada bei Tameliot. Ich war ein Mönch. Ich hätte dort bleiben sollen. Starb der heilige Chiada mit seiner Axt in der Hand? Man wird den heiligen Chiada dafür verehren, dass er nicht zur Axt griff. Hätte ich nur auch so gehandelt, wäre ich nur nicht auf dem Pfad der Gewalt gewandelt. Die alten Götter werden mit der Zeit verblassen.
möge Gott mir meine Sünden vergeben. Okay. Wir haben den Eiferer ausgeschaltet. Doch denn, geben die Quest ab. Wir können nochmal zur Heitam gehen. Ja, wie Heitam geschrieben wird. Und dann reden wir mit Randvi. Ich sollte mit Heitam reden. Ja, genau das habe ich ja gesagt. Wir können uns neu umstylen, würde ich sagen. Erstmal gehen wir die ab. Oh. Frühjahrskönigin, nun erhältst du deine Krone. Eivor, wie wunderbar! Welch schreckliches Untier gab sein Leben, um etwas so Schönes zu schaffen? Es war ein geflügeltes Wesen, wie ich es noch nie gesehen habe. Von seinem Schnabel tropfte Blut und seine Krallen waren schärfer als jede Klinge. Offensichtlich ein mächtiger Gegner. Ich wünschte, ich hätte dem Kampf beiwohnen können. Es war wahrlich ein besonderer Anblick. Wirst du deine Rolle nun gerne übernehmen? Ja, ich werde diese Krone mit Stolz tragen. Ich danke dir. Ah, alles klar. So. Ich eine Quest am Anfang bei dem Ostern-Special gemacht. Ach, schon, da können wir auch mal hin. Hallo, soll ich dir etwas schmieden? Guten Tag. Ist Gunnar nur kurz weg oder verreist und hat das nicht erwähnt? Ich bin Rima. Gunnar ist ein Freund von mir. Er bat mich, sein Geschäft zu führen, während er fort ist. Schön, dich kennenzulernen. Es ist seltsam, Gunnar nicht in seiner Schmiede zu sehen. Also, soweit ich weiß, hat er einen triftigen und schönen Grund für seine Abwesenheit. Und somit bin ich hier. Wenn Gunnar dir vertraut, werde ich das auch. Dann hast du wohl einen guten Geschmack. Sieh dir an, was ich hier habe. Okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. Aussehen ändern. Reifen über das Menü. Ändern. Schade. Axt. Langaxt. Ich weiß eigentlich mit der Rüstung. Die neue Rüstung. Ich weiß gerade nicht, welches das ist. Wenn man die hier auf den Boden stellt. Ich kann die vier haben wir noch. Ah, oh, schade, wir haben nichts mehr. Das kostet alles zu viel. Ja, das kostet zu viel alles. Ich muss weiter. Wir sehen uns später. Zu viele Sachen. Bis bald. Für die man das dann kaufen kann. Ja, hier, Hefner. Hallo, ich bin dankbar, dass Basim zurück ist. Es gibt noch so vieles, das ich von ihm lernen möchte. Ja.
Komm mal hier. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Mit Freude nehme ich es von dir an. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Mach weiter so und das Land wird von diesen Monstern frei sein. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. 11 haben wir jetzt, oder was heißt das? Ich glaube, 11. Aber ich guck mal an Fähigkeiten. Ja. Warte mal, hier die Attacke ist doch wichtiger Sturz. Flug der Valkyrie. Haben wir, ne? Ja. Thors Rache. Die habe ich echt noch nie eingesetzt. Ach, das machen wir immer, ne? Dieses Bam. Warte mal. Blitzschnell. Okay, jetzt zum Rennen und Packen. Ja, ja. Segender Schlag. Das ist geil. Auf die 4. Hey, Heim. Hier, Zorn. Ja, was war das nochmal? Okay, hab schon nie eingesetzt, aber... Tu mal auf die 3, das. Jo. Hier... Auch nicht schlecht. Tu mal auf die 2. Was war das mit dem? Ah, nee. Warte mal. Ja. Warte mal. Wenn man das nochmal. Tun es mal auf die 3. Was war das? Okay, nee, ah, okay. Ja, okay, dann. Das war's so. Sieh dir mal meine neuen Zeichnungen an. Zeichnungen? Was kannst du mir heute anbieten? So, ein Slime außer ne? Ja. Ja. Hat auf jeden Fall nötig. Erstmal Tattoos. Schwarzer Grabe, ja. Assassinen-Logo. Oder? Mal das hier. Weil das sieht man ja eh so nicht, ne? Bis auf die Arme. Weiß wäre auch nicht schlecht. Ja. Kopf. Ja, auch nicht schlecht. Er macht seine Veränderung. So ist cool.
Wo ist das? Ich finde das aber auch geil mit der Raben. Das ist auch ein Rabe. Okay, an der Stirn ist nicht so groß. Das ist hier auch natürlich. Bisschen Indianer, ne? Guck mal den hier. Vita. Vita! So. Das passt aber null zu ihm, ne? Ich lasse das mal. Das passt einfach null zu ihm. Mit Glatze. Nein. Oh Gott. Ach, die aber auch noch nicht, ne? Alles? Das ist ungewohnt, ne? Ja, ja. Nun muss ich gehen. Auf bald. Hoffentlich bis bald. Das sieht so ungewohnt aus, ey. Junge, wie ungewohnt das aussieht. Boah, gleich bei dem Spiel. Hey, hallo, wie geht's dir? Was schreit denn der so? Der Wolf. Es war Abfall. Du hast es weggeworfen. Es war kein Abfall und ich wollte es noch benutzen. Okay. Bitte, beruhigt euch. Haben wir hier was? Nee. Ah ja, Kleidung. Komm mal auf, wer steht denn da hinten? Gott, ey. Ah, das düstere Z hat man auch noch nicht, ne? Ich meine, so sieht man seinen Bart nicht mehr. Eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also so sieht man den Kinn nicht. Haben wir hier was Neues? Sünderschädel. Eine Keule. Ich meine, ich kann es auch lassen. Dieses Segeltuch nie verwendet. Ihm, ja. Woher willst du das wissen? Basim, hast du in letzter Zeit mit Sigurd geredet? Wir sprechen hin und wieder. Also, das wir ist schon. Der Gedanke? Ihr lebt Sigurd. Allerdings. Das kennen wir schon. So, was gibt's denn hier? Ich habe den Randvi, was ist los? Noch ein Streit, fürchte ich. Und Holmgeir scheint wieder der Auslöser zu sein. Wirst du ein Urteil sprechen? Urteile obliegen dem Jarl. Das ist wieder Sigurds Aufgabe. Er weigert sich, sein Quartier zu verlassen. Nur du kannst ihn würdig vertreten. Ich weiß nicht. Das steht mir nicht zu. Bitte, nur bis Sigurd zu alter Stärke zurückgefunden hat. Gut, dieses eine Mal. Gudrun, Holmgeir, tretet vor. Ihr werdet eure Sicht schildern und ich werde euch anhören. Ich fälle so schnell es geht ein Urteil. Hey. Hat man es nicht schon mal sowas? Also in der Art, ne? Gudrun, sprich du bitte. Ich wurde bestohlen, Eivor. Mein Eigentum wurde zerstört. Vor 3 Tagen bemerkte ich, dass ein Segeltuch fehlte. Ich suchte schon in der wieder, ganzen er? Siedlung danach. Als ich an Holmgeirs Haus vorbeikam, sah ich der es... Er hatte doch auch schon mal was gemacht. Und
Was noch schlimmer war, kaputt und voll mit Kritzeleien. Lügen, Verleumdungen. Holmgär, Ruhe. Du kennst die Regeln dieser Verhandlung ganz genau. Der fährt den Schwanz. Nun, Gudrun, was hast du getan, nachdem du das Segeltuch entdeckt hattest? Ich habe ihn zur Rede gestellt und Silber verlangt. Denn ein Segel voller Zeichnungen kann ich nicht verkaufen, oder? Ich wollte nur den Wert des Eigentums, das man mir entwendet hat. Doch er weigerte sich. Also nahm Holmgär, was dir gehört und beschädigte es. Nun willst du für das Tuch bezahlt werden. Verstehe ich das richtig? So ist es. Also dieser Holmgär, ne? Holmgär, wie verteidigst du dich? Vor einigen Tagen fand ich einen Berg von vom Schimmel zerfressenem Müll am Anleger und nahm, was ich tragen konnte. Ich wollte es als Leinwand nutzen, verstehst du? Als Grundlage für meine neueste Arbeit. Das Segeltuch war in schlechtem Zustand und so nahm ich auf den ersten Blick an, nun ja, man hätte es eben weggeworfen. Ich verstehe. Ich verfolgte hehre Ziele, Eivor. Wäre ein Dieb so dumm, die Früchte seiner Tat auszustellen? Wohl kaum. Und doch steht sie hier und behauptet, ich hätte ihr Eigentum gestohlen und zerstört. Dabei nahm ich nur Müll mit. Unsinn. Mein einziges Verbrechen ist wohl, dass ich etwas Hässliches mit neuem Leben erfüllt habe. Aha. Du denkst, Gudrun hätte etwas weggeworfen und fordert nun unrechtmäßig Ersatz. Ganz genau. Ja. Es reicht, ich habe genug gehört. Ich hätte das Tuch verkaufen können. Holmgar hat mich meiner zukünftigen Gewinne beraubt. Es war Müll. Doch jetzt ist es Teil von etwas Größerem. Wenn überhaupt, habe ich seinen Wert erhöht. Du solltest mir danken. Oh, ich werde dir zeigen, wie dankbar ich bin. Ruhe, lasst mich sprechen. Nach reiflicher Überlegung komme ich zu dem Schluss... Was geht hier vor sich? Was machst du? Holmgär und Gudrun liegen im Streit. Ich suche nach einer Lösung. Diese Pflicht obliegt mir, Eivor. Das weißt du. Geh beiseite. Du warst nicht hier, Bruder. Ich wollte dich nicht stören. Eine schwache Entschuldigung für deinen Ungehorsam. Ich hoffe, du hattest Spaß. Hast du fertig gesungen, verehrter Skalde? Mein Jahr. Wie gesagt, ich... Halt! Es reicht. Ich habe genug gehört, um ein Urteil fällen zu können. Schon seit ich dich kenne, hast du Worte zu Lügen gesponnen, Holmgär. Du schwächst den Verstand der Kinder und vernebelst den Geist der Männer. Ich war viel zu lange gnädig mit dir. Oh. Und statt dich mit unterwürfiger Sanftmut zu bedanken, singst du als Holmgär der Lügner noch tiefer. Nun bist du Holmgär der Dieb und bringst eine Frau um ihre Lebensgrundlage für deine dummen Geschichten. Ja, Sigurd, nein, das ist nicht... Dies ist die Konsequenz deiner Taten. Du wirst Gudrun den 30-fachen Wert ihres Segeltuchs begleichen. 30-fach? Du scherzt sicher. Das wäre mein Ende, Sigurd. Sehe ich aus, als würde ich scherzen, Holmgär? Wähle Schuld oder die Verbannung. Großer Jarl, wenn ich darf. Ich möchte nur ein einziges Segeltuch ersetzt haben. Der Rest ist... 30-fach. In Silber. Das ist mein Urteil. Eivor, bitte. Wäre das nicht ungerecht? Sigurd, die Strafe muss der Tat entsprechen. Dein Urteil ist grausam und ungerecht. Grausam und ungerecht? Oh nein. Nein, du missverstehst da etwas. Ich entscheide, was gerecht und ungerecht ist. Ich rate dir ja nur. Ich bin dein Jarl, die Quelle von Recht und Unrecht. Ich allein richte an diesem Ort. Ohne Rang, ohne Ordnung, ohne eine Befehlskette überdauert kein Leben. Dann regiert das Chaos. Ja, was hat er für ein Problem? Verstehst du? Du bist mein Bruder und mein Jarl. Ich stehe worden, aber hinter dir. Doch im Angesicht dieser Ungerechtigkeit muss ich sprechen. Hast du nicht gelernt, wann es Zeit ist, den Mund zu halten? Widersetz dich nicht jenen, die klüger sind als du. Mein Urteil steht fest. Der 30-fache Wert des Segeltuchs. Dabei bleibt es. Hab Dank, dass du uns angehört hast.
Du sorgst dafür, dass meinem Urteil Folge geleistet wird. Und sollte ich noch einmal benötigt werden, weck mich. Schuld und Segel. Ich bin der wahre König. Sorry. Guten Tag. Sigurd, lass mich in Ruhe. Wie du möchtest. Wir sind so klein, ne? Ich muss wachsen. Ich bin so klein. Was ist denn hier? Ich rasche doch was. Ich möchte dir für dein Urteil danken, Eivor. Dass du eingesprungen bist, als Sigurd es nicht konnte. Trotz allem, was geschah. Armer Mann. So wütend und waghalsig kenne ich ihn nicht. Siehst du diese Seite häufiger? Selten. Es gab Augenblicke, in denen er angespannt war. Besorgt, ängstlich. Aber nicht so. Niemals, jemals so. Tun wir für ihn, was wir können. Schließlich sorgen wir für unsere Leute. Wir helfen, seine Wunden zu heilen. Wenn es nicht zu spät ist. Währenddessen sollten wir weiter vorandrängen. Lincoln Ishi ist uns ein Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Der junge Hunwald ist der neue Aldermann Lincoln Ishiers. Und er hat uns Treue versprochen. Dieser Lama ein Aldermann? Nun, sollte er uns je um Hilfe ersuchen wollen, braucht er nur zu rufen. Okay, haben wir das. Oh Gott, hier sind die Nächsten. Da stampft er raus. Der Krüppel. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, wir haben ja unten auch noch, oder? Ne, ist abgeschlossen. Hier das I6. 220, 160, oder? 250 und das ist 190. Nimm mal einen 160er. Den 160er. Was ist mit Essexe? Wir haben einen Ruf vom Aldermann Kollenkästers erhalten. In einer Angelegenheit von größter Verschwiegenheit wurde nach dir persönlich gefragt. Sehr geheimnisvoll. Und wer ist dieser Aldermann? Ein untergebener König Elfreds? Meinen Spähern zufolge ist er ein Mann, dem es eher um seinen Genuss als die Sicherheit seines Volkes geht. Geh mit Bedacht vor. Ja, und dann stech mal rein. Neue Verbündete Essexe. Wir gehen nach der Reihenfolge. Ich breche es sofort auf. Ein Bündnis in Essexe wäre höchst wertvoll, aber sei vorsichtig. Okay. Sei du vorsichtig mit dem Bock. Hi, Tabor. Hi, Tabor. Schau dir doch Rita. So, wir können ja direkt schnell reisen, ne? Wir sind ja so gut wie da fertig. Ah! Wir haben ja komplett das Gebiet schon abgeklappert. Die Musik bleibt aber, ne? Ich glaube, ich müsste mal einen Cut machen. Ich glaube, das ist ein Bug. Hört sich zwar geil an, aber selbst in Animus hört man die Musik. Also irgendwas stimmt da nicht. Jetzt kommen wir nach hier. Jetzt fängt die Musik wieder an. Oder? So. Ja. Hilf mir. Okay. Nein! Oh Gott. Da rein müssen wir. Anscheinend hat Aldermann Birstan diese Ruine zu seinem Langhaus gemacht. Ich würde aber sagen, das mache.
hier in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.